Katholisch 1 TV. Heute unter anderem mit diesen Themen. Christi Himmelfahrt, ein Hochfest 39 Tage nach Ostern. Maiandachten to go, eine innovative Idee, nicht nur im Mai. Und St. Wendelin, eine große Kirche in einem kleinen Ort. Und damit grüß Gott und herzlich willkommen. Genau 39 Tage nach Ostern feiern wir Christi Himmelfahrt. Das Hochfest erinnert an die Rückkehr Jesu Christi zu seinem Vater in den Himmel. Vielen ist dieser Tag aber vor allem als Vatertag bekannt. Männer ziehen gemeinsam mit dem Bollerwagen übers Land oder treffen sich im Biergarten auf das ein oder andere Bier. Dass dieser Tag aber seit den 30er Jahren in ganz Deutschland ein gesetzlicher Feiertag ist, liegt an einem christlichen Fest. Wir haben in der Pfarrei St. Moritz in Augsburg mitgefeiert. Es ist der Versuch, Christi Himmelfahrt einen festlichen Rahmen zu verleihen. In einem Jahr, in dem Corona dem sonst üblichen Freiluftgottesdienst im Biergarten einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Bereits in den Tagen zuvor war der Mesner von St. Moritz in Augsburg damit beschäftigt, jede einzelne Kirchenbank gründlich zu desinfizieren. Während im Pfarrbüro das Telefon nicht stillstand, weil sich die Gläubigen zum Gottesdienst anmelden mussten. Ein Hochfest im Zeichen der Pandemie. Einerseits ist natürlich heute jetzt wirklich die Freude groß, dass wir hier wieder miteinander gemeinsam Eucharistie feiern werden. Zwar in einer kleinen Gruppe, das ist sehr ungewohnt hier, aber es ist doch noch mal was anderes wie an Ostern, wo ich die leeren Kirchenbänke vor mir hatte. Also, ja, wie unser Bischof Bertram ja auch sagte, dieses schrittweise jetzt auch wieder sich annähern und hineinfinden in das, was uns so wichtig ist, das ist heute, glaube ich, ein ganzer großer und bedeutender Schritt hier bei uns in der Moritzkirche. Der Schutz der Menschen stand beim Christi-Himmelfahrtsgottesdienst in St. Moritz an erster Stelle. Die Einlasskontrollen nahmen die Gläubigen gelassen hin. An Sicherheitsabstand und Mundschutz haben sich die meisten wohl schon etwas gewöhnt. Im Zentrum stand Christi-Himmelfahrt, die Rückkehr Jesu zu seinem Vater in den Himmel. Was im ersten Moment vielleicht etwas abstrakt daherkommt, ist gegenwartstauglich. Die Wirklichkeit ist die, dass die Jünger Jesu loslassen mussten, so wie sie ihn gewohnt waren, in eine andere Wirklichkeit des Glaubens eintreten. Und wir mussten ja ganz viel loslassen in diesem Jahr. Und ich glaube, es ist auch eine gute Übung, wenn man denn was Positives an der ganzen Sache auch sehen möchte, dass wir Gewohntes immer wieder auch loslassen, damit der Geist Gottes uns in Neues, in eine offene Zukunft hineinführt. Für einige Gläubige war der Christi-Himmelfahrts-Gottesdienst die erste gemeinsame Messfeier nach vielen Wochen des Verzichts. Für alle jedoch war es der erste Gottesdienst in St. Moritz mit Kommunion seit Corona. Dafür kam Pfarrer Haug zu jedem einzelnen Gläubigen in die Kirchenbank. Das soll eine mögliche Virusübertragung auf ein Minimum reduzieren. Das erste Mal wirklich Gottesdienst wieder mit Eucharistiefeier ist einfach ein bewegender Moment in etwas. Und die haben eigentlich lang drauf haben warten müssen in etwas, aber heute war es mal wieder soweit. Neu, andere Erfahrung, aber es ist viel zu neu in den letzten Wochen. Es war nur eine mehr und es war schön und endlich geht's wieder. War nach langer Zeit wieder ein richtig schöner Gottesdienst. Also hat mir gut getan. Es war eine feierliche Messe an Christi Himmelfahrt, wenn auch unter ungewohnten Voraussetzungen. Im Zentrum steht Jesus Christus. Daran ändert auch Corona nichts. Der Monat Mai steht ganz im Zeichen Mariens. Auf gemeinsame Maiandachten müssen die Gläubigen in diesem Jahr allerdings verzichten. Das hat Pfarrer Andreas Hartmann aus Bad Wörishofen auf eine Idee gebracht. Warum nicht einfach mal Maiandachten to go anbieten? Und das Beste, die Aktion ist nicht nur auf den Mai begrenzt, sondern kann das ganze Jahr über getestet werden. Interessiert? Wir auch. Deshalb haben wir uns die Maiandachten to go mal genauer angeschaut und sind dafür ins Unterallgäu gefahren. Ihre Gesichtszüge sind lieblich. Gleichzeitig strahlt Maria Kraft und Zuversicht aus. Als Mutter aller Glaubenden wurde sie zum Urbild der Kirche. An der Heiliggeistkapelle bei Bad Wörishofen wird die enge Verbindung der Mutter Gottes als schönste Himmelsblüte, so heißt es in einem alten Marienlied, und der prachtvollen Natur im Monat Mai besonders sichtbar. Auf dem Rundweg, den Pfarrer Andreas Hartmann initiiert hat, durfte die Kapelle nicht fehlen. Maiandachten to go heißt die Aktion. Maiandachten auf eine etwas andere Art. So kam ich auf die Idee, die verschiedenen Marienorte in Bad Wörishofen selber zu suchen und habe sie dann auf einem Blatt zusammengeschrieben. Und der Titel war dann schließlich Maiandacht to go. Weil einen Kaffee bekommt man gerade ja auch to go
Und so kann man zu Maria fahren und bekommt quasi den Segen von Maria und die Fürsprache von Maria als Geschenk mit. Und die Aktion kommt an. Immer wieder nutzen die Gläubigen der Pfarreiengemeinschaft das herrliche Frühlingswetter dieser Tage, um sich zu Maria auf den Weg zu machen. Elisabeth Nett hat sich heute die Mariensäule in Kirchdorf als erstes Ziel ausgesucht. Mit der Kirche St. Stephan im Hintergrund bietet sich eine schöne Kulisse. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Die Aktion Mai-Andachten to go verbindet das Gebet, die Schönheit der Natur und eine innige Marienverehrung. Die wurde Elisabeth Nett bereits in die Wiege gelegt. Ich habe ein großes Vertrauen zu Maria. Es ist immer mein Anker, mein Halt. Und das habe ich von meiner Mama gelernt, die, wenn Sorgen gehabt hat oder Probleme oder was auch immer, das hat man manchmal als Kind gar nicht so mitgekriegt, dann ist sie nach Altenburg, das ist die Wallfahrtskirche bei Mosach. Und wenn sie heimgekommen ist, dann war die Mama total ruhig und entspannt. Und das habe ich dann auf meinen Lebensweg mitgenommen, bis heute. Rund um Bad Wörishofen gibt es viele Orte, an denen die Mutter Gottes verehrt wird, in ganz unterschiedlicher Art und Weise. So erzählt die Gedenkstätte im Ortsteil Schöneschach von der Schlacht um Stalingrad im Zweiten Weltkrieg. Ein Pfarrer und Stabsarzt soll die umarmende Madonna auf die Rückseite einer russischen Landkarte gemalt haben. Die Holzschnitzerei erinnert bis heute an die Schrecken des Krieges. Insgesamt 14 Stationen umfasst die Aktion Mai-Andachten to go. Und immer wieder geht es durch die herrliche Landschaft des Unterallgäus. Zwischen Kirchdorf und Dorschhausen treffen wir auch Elisabeth Nett wieder. Sie steuert die Mariengrotte an. Sie liegt etwas versteckt am Wegesrand. Mit ihrem weißen Gewand und der blauen Schärpe ist die Mutter Gottes sofort als Nachbildung der lieben Frau von Lourdes zu erkennen. Elisabeth Nett zieht es vor allem an diesen Ort, weil sie hier die Ruhe in der Natur genießen kann. Maria ist mein Halt, meine Stütze. Da kann ich auch etliches vom Alltag, vom heutigen Tag ablegen. Und dann bin ich schon ein Stück freier. Dann höre ich Vögel, die herrliche Luft hier. Ich werde, ehrlich gesagt, immer ruhiger. Ich kann dann auch ein Gebet sprechen oder ein Vers oder ein Gedicht, was mir halt gerade so in den Kopf kommt. Und dann denke ich mir, eigentlich habe ich ja hier den Himmel schon auf Erden. Und weiter geht es. Elisabeth Nett hat sich spontan entschieden, noch ein paar Stationen anzuhängen. Dieser Frühlingstag ist schließlich wie geschaffen, um Maria einen Besuch abzustatten. Was in dieser Woche sonst noch wichtig war, das sehen Sie jetzt. Hier sind unsere Kurznachrichten. Christen auf der ganzen Welt haben an diesem Sonntagmittag für die Schöpfung gebetet, auch im Bistum Augsburg. Aufgerufen hatte dazu Papst Franziskus. 5 Jahre nach der Veröffentlichung seiner Umweltenzyklika Laudato Si rief er in einer Kampagne erneut die Menschen dazu auf die ökologische Krise zu reagieren. Der ernannte Bischof von Augsburg, Bertram Mayer, unterstützt das Anliegen. Gottes gute Schöpfung geht uns alle an. Sie ist unsere Lebensgrundlage, so Prälat Mayer in seinem Appell an die Gläubigen. Das 2015 erschienene Lehrschreiben Laudato Si von Papst Franziskus greift soziale und ökologische Fragen auf.
Die Augsburger Domsingknaben müssen wie alle Künstler und Konzertveranstalter derzeit auf ihre gewohnten Auftritte im Rahmen von Konzerten verzichten. Trotz großer Kreativität, wir haben vor einigen Wochen darüber berichtet, stößt der Knabenchor an Grenzen. Seit Mitte März sind Chorproben nicht mehr möglich. Online-Proben sind kein adäquater Ersatz dafür. Die lange Pause bedeutet, dass vieles wieder ganz neu aufgebaut werden muss. Auch viele andere Knabenchöre in Deutschland haben mit diesen Problemen zu kämpfen. Eine politische Entscheidung, wann Proben zumindest in kleinen Gruppen oder dem gesamten Ensemble wieder stattfinden dürfen, gibt es bisher nicht. Mitte Juli soll im Haus St. Ambrosius in Augsburg der Tag der offenen Tür bei den Domsingknaben stattfinden. Die traditionelle Pfingstaktion von Renovabis hat in diesem Jahr mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. Das Osteuropa-Hilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland hatte die Pfingstaktion unter das Motto »Selig die Frieden stiften« Ost und West in gemeinsamer Verantwortung gestellt. Wegen der Corona-Krise kann die Kollekte nicht in der gewohnten Form stattfinden. Renovabis bittet deswegen um Spenden unter dem Stichwort Pfingstspende. Bis jetzt hat das Hilfswerk Corona-Soforthilfen für seine Projektpartner in Höhe von über 500.000 Euro bewilligt. Diese kommen vor allem sozial schwachen Familien, alten Menschen und Menschen mit Behinderungen zugute, die Krise besonders schwer trifft. Weitere Informationen finden Sie unter www.renovabis.de. Solidarität und Nächstenliebe in schwierigen Zeiten, das erlebt der Augsburger Malteser Hilfsdienst derzeit. Die Welle an Hilfsbereitschaft hat uns überwältigt, so Diözesan-Geschäftsführer Alexander Pereira. Innerhalb von 3 Wochen haben sich 130 freiwillige Helfer gemeldet. Sie übernehmen zum Beispiel die Einkäufe oder kleine Botengänge für Risikogruppen. Weil auch die Nachfrage nach Angeboten wie dem Hausnotruf oder dem Menüservice bei Risikogruppen extrem gestiegen sei, wurden die Hilfen ausgebaut. Außerdem versuche man, diejenigen Menschen besser zu erreichen, die Hilfsangebote noch nicht kennen, so die Malteser. Ängsten, Sorgen und Einsamkeit können nur durch gemeinsame Hilfe und Anstrengungen begegnet werden. Das waren die Nachrichten im Überblick. Bei uns geht es gleich weiter mit dem Thema geistliche Begleitung. Wir haben mit Pfarrer Bernhard Ehler über die verschiedenen Angebote des Bistums gesprochen. Außerdem stellen wir Ihnen eine Kirche vor, die auf den ersten Blick viel zu groß ist für den relativ kleinen Ort, in dem sie steht. Ihre Bedeutung für die Gläubigen in Germeringen ist aber dennoch ungebrochen. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de, Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Jobs im Allgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Wir wollen, dass Sie schon morgens wissen, was der Tag bringt. Deswegen arbeiten wir als Zusteller. Bewerben auch Sie sich. Gristi.de, das Mitmachportal der Allgäuer Zeitung. Mit eigener Kollektion im Gristi-Shop. Für alle eingefleischten Allgäuer und die, die es werden wollen. Die Gristi-Kollektion erhältlich in allen Servicecentern der Allgäuer Zeitung. Unter gristi.de/shop oder unter 0831 206 190. Gristi.de, meine Heimat online. all-in.de. Umfangreich informiert über Politik, Blaulicht, Sport, Kultur und alles, was das Allgäu heute interessiert. Spannende Themen, vielseitige Specials, exklusive Reportagen, Videos und Bildergalerien von Veranstaltungen und aktuellen Ereignissen im ganzen Allgäu. Jetzt auch direkt auf Smartphone mit dem WhatsApp-Service. all-in.de. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Geistliche Begleitung will im gemeinsamen Gespräch und im Hören auf Gott helfen, das Wirken des Geistes im eigenen Leben zu entdecken und zu erkennen, Hindernisse auf diesem Weg wahrzunehmen und anzugehen, neue Schritte mit Anregungen und Hilfen zu geistlichen Übungen zu lernen. So heißt es kurz und prägnant auf den Seiten des Bistums. Gerade jetzt in der Krise hat geistliche Begleitung am Telefon einen starken Zulauf erfahren.
Wir haben mit Pfarrer Bernhard Ehler gesprochen. Er ist einer von vielen geistlichen Begleitern im Bistum Augsburg. Pfarrer Ehler, Ihr Telefon steht nicht still, auch in den Krisenzeiten oder gerade deshalb. Die Menschen klingeln im Pfarrbüro, sie brauchen Halt, Zuversicht, geistliche Begleitung. Wer kommt im Moment zu Ihnen und mit welchen Anliegen? Menschen haben verstärkt Probleme, sie haben Ängste durch diese ganze Unsicherheit, die jetzt gegeben ist. Und sie haben die normalen Gesprächspartner nicht um sich herum. Man kann sich nicht so unkompliziert begegnen wie sonst. Und wenn dann die Not groß wird, dann wenden sich manche eben auch an den Priester, an die Möglichkeit zur geistlichen Begleitung, die auch bei uns in der Diözese ja allgemein übers Internet publiziert ist, um Menschen zu finden, die ihnen zuhören, die ihnen helfen, ihre Sorgen und Ängste zu sortieren. Es gibt ganz unterschiedliche Arten von geistlicher Begleitung. Was sind das für verschiedene Bereiche, die Sie abdecken? Die klassische geistliche Begleitung ist eine kontinuierliche Begleitung, wie der Name auch sagt. Menschen, die ihre Beziehung zu Gott vertiefen wollen, die ein intensives geistliches Leben führen wollen, besprechen so alle 4 bis 6 Wochen mit einer geistlichen Begleiterin oder einem Begleiter ihre Erfahrungen in diesem geistlichen Leben. Da spielen natürlich auch allgemeine Lebensfragen rein, die ja aber dann auch was mit Gott zu tun haben. Das ist die allgemeine geistliche Begleitung. Jetzt in dieser Situation ist geistliche Begleitung manchmal so eher Krisenintervention, also wo Menschen in ihrer Not jemanden suchen, der ihnen von Gott her weiterhelfen kann. Und dann gibt es Angebote der Diözese, Exerzitien im Alltag, die jetzt nicht so stattfinden können, wie üblich, nämlich mit Gruppen in der Pfarrei, wo es dann telefonische Begleitung gibt. Ich pick mir jetzt mal die geistliche Begleitung am Telefon raus. Die hat in den letzten Monaten logischerweise am meisten Zuspruch erhalten. Wie läuft das Ganze ab? Übrigens deutschlandweit. Wie muss man sich das Ganze vorstellen? Zunächst geht es darum, sich überhaupt mal bekannt zu machen. Das ist schwierig, wenn man sich nicht sieht, wenn man die Mimik nicht sieht, man weiß nicht, wie man reagiert. Ich muss mir viel mehr Zeit nehmen, um auf jemanden zu hören, um die Zwischentöne wahrzunehmen. Ich muss mir von jemandem viel erzählen zu lassen, dass sie den Kontext richtig einschätzen kann. Und dann nehmen wir uns einfach Zeit zum Hören. Ich muss nachfragen bei dem, was sich nicht so ohne weiteres zeigt. Aber ich stelle fest, dass es mitunter ganz intensiv geht. Die Leute sind sehr gut vorbereitet, wenn sie anrufen, wissen ganz präzis, was sie ansprechen müssen. Das ist manchmal insofern intensiver, weil wenn man so zusammensitzt, kann man einfach mal ins Plaudern kommen. Während da geht es wirklich um ganz konkrete Fragen und der Versuch, gemeinsam Antworten zu finden. Ist das Gespräch strukturiert? Ist es einfach eine Unterhaltung? Oder stelle ich mir das vor, dass derjenige dann auch Aufgaben bekommt, dass eine Atmosphäre geschaffen wird? Also zunächst bestimmt immer derjenige, der sich begleiten lässt, den Inhalt des Gesprächs. Das heißt, die Frage ist, was bewegt Sie momentan? Was möchten Sie mitteilen? Welche Fragen haben Sie momentan? Es gibt Hilfen dazu, eben gerade durch die Angebote der Diözese mit den Exerzitien im Alltag, wo man Übungen hat für jeden Tag und wo man die Erfahrungen mit diesen Übungen dem Begleiter oder der Begleiterin mitteilen kann. Und meine Aufgabe als Begleiter ist es dann, entweder methodische Hinweise zu geben, wie man nach intensiver einsteigen kann, oder aber eben auch auftretende Fragen mit dem Anrufer, mit der Anruferin zu besprechen. Möglicherweise auch mal kritisch rückzufragen, ist was richtig verstanden worden, damit einfach ein positiver Prozess möglich wird. Im Mittelpunkt steht der Glaube, die Beziehung zu Gott, aber es kommen natürlich auch ganz alltägliche Themen auf den Tisch mit Problemen, Sorgen, alles, was dazugehört. Wo ist der Unterschied zu therapeutischen Angeboten? Der wesentliche Unterschied ist, dass geistliche Begleitung immer ein Dreiergespräch ist. In der therapeutischen Beziehung geht es um die Beziehung zwischen dem Therapeuten und dem Klienten. In der geistlichen Begleitung zünde ich immer eine Kerze an, um zu signalisieren, es ist ein Dritter da, Gott ist mit dabei. Und auch wenn wir über alltägliche Lebenserfahrungen sprechen, tun wir das unter dem Aspekt, dass Gott mit dabei ist. Und die zusätzliche Hilfe ist, dass nicht nur ich als Begleiter etwas machen muss oder versuchen muss zu helfen, sondern dass ich darauf vertraue, Gott ist da, er ist der eigentlich Helfende. Meine Aufgabe ist es, mit dem einen Ohr auf Gott und mit dem anderen Ohr auf die begleitete Person zu hören und zu schauen, dass die dann miteinander in eine gute Beziehung kommen. Jetzt stelle ich mir vor, dass Menschen, die zu Ihnen kommen, Gott sowieso schon nah sind. Vielleicht liege ich auch falsch.
Es ist natürlich viel leichter, jemanden wieder zu Gott zu führen, den Glauben zu erneuern, wenn er sowieso schon vertraut ist mit ihm. Wo sind die Schwierigkeiten? Also wo hakt es dann wirklich? Also grundsätzlich wenden sich Menschen an jemanden um geistliche Begleitung, die schon eine Beziehung zu Gott haben. Aber es ist nicht unbedingt einfacher, weil manche haben eine ganz feste Vorstellung davon, wie Gott ist, und sind gerade in so einer Krisenzeit enttäuscht, wenn Gott ganz anders handelt oder eben nicht handelt, als man sich das vorstellt. Also von daher ist es wichtig, manchmal ein verhärtetes Gottesbild auch aufzubrechen. Und auf der anderen Seite ist es eben gerade jetzt in einer Krisensituation die schlimme Erfahrung: Mein Leben lang habe ich mit Gott gelebt, jetzt kann ich auf einmal nicht mehr zum Gottesdienst, ich kann die Heilige Kommunion nicht empfangen. All das, was mich sonst in meinem Glaubensleben getragen hat, ist weg. Ich habe Ängste und spüre nicht, dass Gott da ist und mir hilft. Das ist meine Aufgabe als Begleiter, sozusagen Zeuge dessen zu sein, dass Gott da ist, auch wenn er nicht ohne weiteres sichtbar ist. Mut zu machen, wieder darauf zu warten, dass Erfahrungen, die früher möglich sind, auch wieder kommen werden. Sodass ja, Mut gemacht wird, sich auf neue Erfahrungen mit Gott einzulassen. Sie machen das seit über 40 Jahren. Mhm. Hat sich denn da was verändert in den Anliegen der Menschen oder in den Menschen selbst? Zum einen ist es selbstverständlicher geworden. Also geistliche Begleitung ist etwas, das sich etabliert hat im Leben der Kirche. Und ich bin froh, dass es eine ganze Menge von Begleiterinnen und Begleitern gibt. Ich spreche immer bewusst von Begleiterinnen und Begleitern. Das ist ja nicht nur eine Aufgabe von Priestern. In Deutschland wurden also Hunderte von Menschen ausgebildet für diesen Dienst der geistlichen Begleitung, die in der Tradition des heiligen Ignatius von Loyola steht. Und von daher haben wir auch ein Angebot gerade in unserer Diözese. Dass es selbstverständlicher geworden ist, das ist der eine Aspekt. Das andere ist, dass, glaube ich, die Menschen immer wesentlichere Fragen haben. Während früher das vielleicht eher auch nochmal war, dass man inhaltliche Auskünfte wollte, zu diesem oder jenem, geht es wirklich um ganz existenzielle Fragen, die man versucht, aus dem Glauben heraus zu bewältigen. Als Pfarrer sind Sie immer Seelsorger. Wie wichtig ist Ihnen die Seelsorge, die geistliche Begleitung? Das steht bei mir an der allerersten Stelle, weil bei der geistlichen Begleitung wird es wirklich spannend. Es wird deswegen spannend, weil ich in der geistlichen Begleitung oft staunend wahrnehmen kann, wie Gott an einem Menschen wirkt. Das sind für mich die glücklichsten Augenblicke, wo ich selber auch diese Gegenwart und das Wirken Gottes spüren kann. Alle Infos zum Thema geistliche Begleitung sowie die jeweiligen Kontaktadressen finden Sie auf den Seiten des Bistums Augsburg. Wer auf der B12 im Allgäu unterwegs ist, dem ist sie bestimmt schon aufgefallen. Die Kirche St. Wendelin mit ihren zwei imposanten Türmen würde man wohl eher in einer Großstadt erwarten und nicht in einem eher kleinen und ländlich geprägten Ort. Warum die Germeringer eine so beeindruckende Kirche haben, was hinter der Geschichte dieses Gotteshauses steckt und wie der heilige Wendelin bis heute das Glaubensleben im Ort prägt, das zeigen wir Ihnen jetzt. Vor rund 300 Jahren wurde in Germeringen im Ostallgäu dieses Gotteshaus gebaut. Die beiden weithin sichtbaren Türme wurden später sogar in das Wappen der Gemeinde aufgenommen. Wo die Kirche heute steht, gab es in früheren Zeiten eine Kapelle. Und sie war, genauso wie die heutige Kirche, einem Heiligen geweiht, der in dieser Gegend schon seit vielen Jahrhunderten verehrt wird. Wendelin gilt hier seit jeher als Schutzpatron der Tiere und der Landleute. Die Hirten der Umgebung, und es waren sehr viele, kamen hierher zu beten, um Schutz für ihre Tiere zu erbitten beim heiligen Wendelin. Es sprach sich rum, dass hier diese Gebetsstätte ist. Und so kamen im Laufe der Zeit immer mehr Wallfahrer aus nah und fern. Und Germeringen, die Kirche St. Wendelin, entwickelte sich zum großen Wallfahrtsort in der Diözese Augsburg. 33 Gemeinden waren es im 18. Jahrhundert, die regelmäßig hierher zum Beten kamen. Auch wenn es heutzutage viel weniger sind, finden in der Kirche an jedem Wochenende Gottesdienste statt, erzählt Pfarrer Austin Abraham. Er ist seit dem Jahr 2016 in der Pfarreiengemeinschaft Germeringen. Das Gotteshaus ist ihm längst ans Herz gewachsen. Wenn ich reinkomme, ich habe immer ich komme zu meiner Stille und Ruhe, und ich kann auch ein gutes Verhältnis mit Gott habe ich, und ich kann auch zu Heiligen Wendelin auch beten. Und wenn ich zum Altar gucke, da ist auch diese Bilder und alles, sagt so viel zu mir und für meine innere Ruhe, für mich selber Kraft zu schöpfen,
diese Kirche ist sehr wichtig für mich. Und das geht anscheinend vielen Menschen aus dem Ort und der Gegend ganz ähnlich. Als St. Wendelin vor kurzem renoviert werden musste, sind rund 100.000 Euro allein durch Spenden aus der Bevölkerung zusammengekommen. Heute erscheint die Kirche wieder in ihrer ganzen Pracht. Besonders zu erwähnen sind die Stuckarbeiten an der Decke, die den Betrachter immer wieder Neues entdecken lassen. Zweige, Laub, Blüten, Trauben und vieles mehr. Germeringen hatte großes Glück, dass in Irse damals die Klosterkirche gebaut worden ist. Und da ist die Firma Schmutzer aus Wässerbrunn sehr aktiv gewesen und profitiert hat von der ganzen Sache Germeringen. Die haben da einen wunderschönen Stuck mit abbekommen. Ganz allgemein finden sich in dieser Kirche viele Merkmale des Barock, zum Beispiel die Freude der Menschen am Guten und Schönen. Die Hoffnung und die Zuversicht der Gläubigen spiegelt sich im gesamten, lichtdurchfluteten Raum der Kirche. Auf dem Altarbild und an den Wandmalereien ist der Patron der Kirche abgebildet. Der heilige Wendelin war der Legende nach ein iro-schottischer Königssohn, den die Liebe zu Jesus antrieb, sein Heimatland zu verlassen. Er wurde später Hirte und sogar Abt eines Klosters. Bis heute haben viele Menschen, vor allem Landwirte, eine besondere Beziehung zum Heiligen. Wendelin ist ein Heiliger für Landwirte, für Schäfer. Und da ist natürlich eine Verbindung da. Und man feiert ja jedes Jahr dann auch das Kirchenfest. Am Dienstag nach Kirchweih ist das schon, ich weiß nicht wie lange, an diesem Tag. Und da kommen noch die Leute und das ist ein schönes Fest. Sie sind praktisch damit aufgewachsen mit dem Heiligen Wendelin. Damit aufgewachsen, ja, genau. Eines der kostbarsten Stücke der Kirche ist eine Reliquie des Heiligen Wendelin. Ein Knochensplitter befindet sich in einer kunstvoll gestalteten Barockmonstranz. Sie kam im Jahr 1763 nach Germeringen. Etwa 40 Jahre später sollte das Gotteshaus abgerissen werden. Die Säkularisation wollte es so. Aber der Widerstand der Bevölkerung verhinderte das. Die Germeringer stehen zu ihrem Kirchenpatron. Germeringen und Wendelin gehören zusammen. Und da habe ich ein schönes Zitat von einem Germeringer Landwirt, inzwischen verstorben, von Wendelin Burkhardt. Der hat im Dialekt gesagt, und ich lese jetzt das vor, was er gesagt hat. Wir haben viel Vieh auf jedem Hof und da ist jeden Tag etwas anderes. Einmal geht's ums Kälbre, nau ist mir ein Kuh krank. Da muss man schon jemanden haben, dem man vertrauen kann. Und zu dem man beten kann und dem man um Hilfe bitten kann. Und das war für Eis Germeringer schon allert der heilige Wendelin. Seit 1580 wird der heilige Wendelin in Germeringen verehrt. Die ehemals kleine Kapelle ist seit über 300 Jahren der imposanten Wallfahrtskirche gewichen. Und auch wenn heute nicht mehr so viele Pilger wie einst hierher kommen, in Vergessenheit geraten ist der heilige Wendelin keineswegs. Das war's von uns für diese Woche. Schön, dass Sie mit dabei waren. Alle Beiträge dieser Sendung finden Sie auch auf unserer Homepage katholisch1.tv und schauen Sie doch auch mal bei Facebook vorbei. Ich freue mich, wenn Sie nächsten Sonntag wieder einschalten. Bis dahin, machen Sie's gut. Tschüss.